Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr lieben Zeitreisen. Neben mir ist natürlich der Zeitlord. Nein, der Zeitlord, der Drachenbursche. Dr. Achenbursche, wenn also Doktor, das. Der Doktor ist neben der mir, Doktor, stimmt. Ja, genau. Oh mein Gott, wieso bin ich nicht drauf gekommen? Neben mir ist der 16. Der 16. Len. Der 16. Len. Ich hoffe, wir. Oh, du bist. Nein, das war, glaube ich, ein Fehler, oder? Ja, das war ein Fehler. Nein! Drachenbursche macht Fehler, nicht schön. Ja, ich wollte nur rumschauen. Ich hätte es schon gemacht an der Konsole. Gut, dann mache ich das jetzt was anderes, während wir hier nochmal durch Raum und Zeit fliegen und grüßen nämlich den Maurice heute. Und den Jerome. Das machen wir auch noch. Wir sind immer noch hier im Doctor Who Level Pack in einer alternativen. Nein, nicht alternativ, aber in dem London der Zukunft momentan gerade. Und müssen in das London der Vergangenheit reisen, um dort jemandem zu helfen. Aha. Was nur so. Wo ist es? Aua, hört ihr auf, ihr gemeinen Daleks hier. Da ist es. Um dort jemandem zu helfen, seine Kutsche wieder aufzubauen. Ja. Kutsche, Kutsche. Genau, dem Ashton müssen wir nämlich da helfen. Dem Kutscher. Ich mach nur wieder Soundeffekte, weil keine Musik war. Ja. Len ignoriert es einfach, wenn ich solche Wortspielereien mache. Ja, merk weil schon. Der echt nicht so war. Also, der Kutscher war nicht schlecht. So, genau, hier hat uns, letztes Mal haben wir uns noch gezögert, um raus, weil wir nicht so recht wussten, was wir machen müssen. Ja, weil dieses Teil da war. Genau, weil das hier, wir haben gedacht, das ist vielleicht ein Bug, aber es ist kein Bug. Muss dann einfach nur noch viel mehr zerstören. Komm, sag ich, Sir. Ich muss bei dem Wasstrauen den jungen Jenny vor der bevorstehenden Schlacht warnen. Ich kann aber noch nichts bauen. Aber jetzt können wir was bauen. Ich kann nicht bauen. Was kannst jetzt du kann eigentlich? Ich bauen. Jetzt sind auch wieder ein paar neue Schneemänner gekommen. Also man muss nämlich an diesen Dingern da oben muss man dran. Da muss man den Schneeboss kaputt machen. Genau. Mir fehlt jetzt das Wort. Nee, wie heißt das Wort? Jalousien sind es nicht. Was? Ja, diese Dinger halt, die da oben rüber hängen. So. Auf die muss man schießen und dann fällt da Zeug raus. Und damit konnten wir das dann machen. Darauf sind wir im letzten Part nicht gekommen. Balustraden. Ja, natürlich nicht. Ah, Dingens. Der Tor. Der Tor. Ja. Der Tor, den gibt es erst wieder im Januar. Oder Ende Januar, wenn Lego Marvel's Avengers rauskommt. Aha. Und dann gibt es wieder ein Tor. Ah. Ich baue Räder. Die Räder haben wir auch. Armselige menschliche Insekten. Dürfte ich deinen Mantel nehmen? Heiß ich Martin? Nee. Ich auch nicht. Kriegst auch meinen Mantel nicht. Hast du überhaupt einen Mantel, den du zerteilen oder könntest? Nee. Nee, dann siehst du. Wird eh schwer. Kein Platz habe ich vor allen Dingen auch. So. Weil es da regelt. Wow. Oh mein Gott. Wir machen eine richtig geile Kutsche. Oh ja, die ist schön. Und natürlich sind die Münzen drin. Warum sind... Vielen Dank, Sir. Ah, jetzt zu euch, winterlichen Plagen. Ergebt euch vor der Pracht des unteranischen Reiches. Na, wie gesagt, uns das Minikit noch da gelassen. Jetzt fehlt noch eins. Paternoster Gang. Was? Egal, ist... nee. Egal. Mich würde es jetzt echt interessieren. Die Paternoster Gang hat er gesagt. Glaube ich, dass er es gesagt hat. Also diese Aufzüge da, die so durchgehen fahren. Gibt es in München sogar noch einen einzigen, wenn ich richtig in Erinnerung habe. In München gibt es auf jeden Fall einen. Aber ja, ich weiß nicht, ob es der einzige ist. Ich glaube, es ist ein oder zwei waren es in München. Auf jeden Fall, mit dem kannst du auch noch fahren, das ist ein öffentliches Gebäude. Der war mal verboten. Der war mal verboten, echt? Ja, wenn man nicht Angestellte des Gebäudes war. Ist aber jetzt seit einem Jahr wieder erlaubt. Okay, ja, ich war vor einem Jahr da irgendwann mal. Ja, oder... länger ist. Leben am Limit. Ich hab einen Zeitungsartikel dazu. Du hast einen gelesen. Ja, das ist schön. Ja. So, wir lesen jetzt nicht mehr. Wir beginnen wieder in die Zeiten, die wir müssen. Ich bin jetzt der Doktor. Das ist schön. Und wir gehen. Berg. Scaro. Genau, nach Scaro geht's wieder. Nach Scaro? Da, wo sie den Film Scaro Face gedreht haben. Naja, da kommen auch die berühmten Karten her, die Scaro-Karten. Ja, die Wahrsager unter euch wissen Bescheid. Scaro, Heimat der Daleks. Sieht aus, als wären sie geschäftig gewesen. Als ich das letzte Mal hier war, standen hier nur Ruinen. Ihr werdet eliminiert. Wir sind die überlebenden Lebensformen. Ah, mittlerweile können wir hier sogar rüber. Oh, es wird sogar eins angezeigt. Ja, ich weiß, das ist hinter dem... hinterm Horizont. Ne, da kommt, bin ich wohl, das ist das letzte übrigens, das letzte Minikit. Da bin ich wohl aber nicht hingekommen, weil ich es nicht geschafft habe, das da oben irgendwie auszumachen.
Ich bin in grüne Pampe gefallen. Dann ist wieder baden gegangen. Nein! Ich bin die Skeletthexe gerade gewesen. Das sah sehr gefährlich aus. So, einmal. Ich hab's rüber geschafft. Das ist schön, die ganzen Münzen kriegt man auch wieder. Da kannst du theoretisch ganz oft das Level machen und immer wieder hier hingehen. Ja, ja, also hier, wahrer Betrüger. Was müssen wir denn machen? Da drauf müssen wir uns stellen. Hab ich jetzt mal für uns gemacht. Achso, ja. Warte mal, ich könnte außen rum fliegen mit der Hexe. Komm ich da außen rum mit der Hexe? Das wäre echt der Plan. Ach komm, das geht auch nicht. Wäre ja zu einfach. Ja. Da baue ich halt was zusammen, das können wir wenigstens machen. So, dann kann der Doktor hier wieder. Der Doktor hier? Ja. Oh. Oh, es sieht nach einem Rätsel aus. Bitte. Das Rätsel hat er aber relativ selten gebracht, dieses. Also, gab es überhaupt schon mal dieses Rätsel? Ich glaube, einmal gab es. So, wow, ist das schwer. So schwach in Erinnerung, dass das irgendwo mal gab. Das ist ja so schwer. Ja. Da 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 da. Ah, natürlich, Thales. Man musste lediglich die Polarität umkehren. Selbst ein Puddinghirn hätte das meistern können. Er sagt gern Puddinghirn. Stealth-Modus. Einfach Kreis einmal. Achso, einmal noch, ne? Ja. Kann ich das eigentlich auch steuern? Nee, du bist auch steuern. Ich bin nur mitfahren. Irgendjemand muss da weg. Irgendwer steht in einem Weg. Jetzt geht's. Jetzt halt, go. Go, 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 go. Schneller, 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 schneller. Durch. Okay, hier kann man aussteigen. Gib mal den ACU Ranger. Oh, schon. Mr. ACU wird gebraucht Mr. aus Akku. Dem Jurassic World Mr. Universum. Akku. Da ist er ja schon. Was soll ich mit meinem Schockstab anstupfen? Du sollst den Akku aufladen. Den letzten Mini-Kit, mein Freund. Ah. 10 von 10 Minikits. Wir haben die einzige Person, die wir hier retten mussten, haben wir auch gerettet. Das heißt, wir haben eigentlich alles geschafft. Oh Gott, ist das knapp. Also muss man durch. Ja, und das ist ganz schön knapp. Egal, ich bin unsichtbar. Ja, aber da kommst du trotzdem deswegen nicht schneller durch. Okay, rauskomme ich aber auch nicht mehr. Das ist aber echt kurz die Zeit, die man hier durchkommt. Da. Ja. Au. Oh. Frechheit. Man greift uns schon wieder an, Len. Nein, oh, nicht geschafft. Komm mal zu dir. Ja, ja, nein. Doch. Mach ich einfach. Mit dieser Schalltafel kann ich die Dalek-Steuerung überschreiben. Beim letzten Mal. Der Doktor hat jetzt Zeit für dich. Oh Gott, nicht wieder diese Dinger, wo ich drauf hängen bleibe. Wer nachher? Mach du das. Was? Ich kann nichts machen, ich kann nur hüpfen. Ich kann mich nicht bewegen. Warum? Weiß ich nicht. Du bist Bug so ein Noob. Nee, das ist ein Bug vom Spiel anscheinend, dass man sich mal nicht bewegen kann hier in dem Levelabschnitt. Kriegst du einen zweiten Charakter? Nö, muss alles selber machen. Ja, geil. Dann kommt man nicht. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Achso, ich stand auf dem blauen Ding drauf, deswegen. Ja, ey! Was zur Hölle? So, jetzt beweg dich mal als Hexe. Du bist auf Rot. Ich bin auf Rot, ja. Okay, da ist nix. Schon verstanden, ich muss in die Richtung. Und 8 Dinger müssen wir machen. Oh mein Gott, da sind wir ja bis morgen beschäftigt. Da unten noch letztes einer. Mal bist du bei so einem Teil hängen geblieben. Okay, den kannst du bloß. Ah, okay, jetzt ist er wieder da. Die Kamera nicht mal weit genug zurückgegangen. Weil wir immer noch auf die drauf springen können. Soll ich mal ausprobieren? Ja, komm, einmal. Ah, doch, man kann die echt umhauen. Die Gegner, wenn man auf sie drauf springt. Einmal die blauen für mich. Ja, ja. Ich danke vielmals. Ja, dann sind die doch gar nicht so gefällt. Dann, hätte man auch von früher drauf kommen können. Aber weiter geht der Spaß. Wenn die Kamera mitmacht. Kamera. Na. Na, okay. Okay, weiter. Geh doch nicht hier. Ja. So, weil da kriegst du einen auf den Kopf gehüpft. Ich bin ihm auf den Kopf gehüpft. Das vorher war wahrscheinlich nur Glück. Weißt du? Nee, der hat umgedreht. Wenn du in der Nähe von ihm springst, kannst du ihn wahrscheinlich umdrehen. Ja. Ja. Tatsache, ich muss gar nicht auf ihn drauf springen, muss in seiner Nähe springen. Ah. Ja. Nein, 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 nein! Ja, wenn du auf ihn drauf springst, dann bist du nämlich trotzdem dumm. Ja, ich wollte ja vorher springen, aber sie ist zu langsam gesprungen. Jetzt sind da zwei in der Ecke. Viel Spaß. Umdrehen sollt ihr. Geh du doch mal nach rechts. Ach, das geht schon so. Es war so knapp. Rechts, rechts, rechts. Nicht links. Du hast es doch schon.
Lass es doch schon! Ja, ich geh oben rum. Warum? Rechts rum! Abkürzung, da, in der hier ist doch eins. Ich geh so rum. Siehst du nämlich das hier gleich noch mit und du musst nicht das mit dem Grünen machen. Sind wir mal lieber ein bisschen dankbar für meinen unglaublichen Ideenreichtum, den ich hier bringe. Und du kommst nicht in meine Richtung, sondern du gehst gleich wieder zurück, da wo du herkommst. Nee. Das gleich mal zu klären. Ja, Drachi. Drachi denkt heute mit. Wenn der Drachenbursche mitdenkt. Ja, ist gefährlich. Ich bin immer so dumm. Sei lieber froh, dass ich es geschafft habe. Nein. Nein. Du hast es nicht so geschafft, wie ich es wollte. Achso, nur die Lend-Variante ist die richtige Variante. Richtig. Warte, nach rechts können wir noch, aber wir haben ja schon alle Minikits. Wir haben schon alles. Wir haben alles, ja. Alles. Jetzt gibt's wahrscheinlich noch einen coolen Bosskampf oder so. Vielleicht gibt's aber dann schönen Easter Egg für irgendjemanden. Willst du wieder beitreten? Nö. Nö, ich mir gerade nicht so danach. Du kannst irgendwie nicht beitreten, oder? Nein, ich möchte nicht. Der Controller ist an. Ich kann auch, ich kann wieder aussteigen. Ja, dann steig doch aus. Ich glaube, die Hexe war nicht im Bildschirm, deswegen ging es nicht. Warte mal, ich steig mal aus. Und steig dann wieder ein, nachdem die eigentlich schon draußen Yay, war. Yay, Bugfest. Naja, ob das funktioniert jetzt wieder. Ja, Bugs, man kann sie nur lieben. Ja. Bugs Bunny ist wieder an Bord. Ich glaube, ich gehe hier auch mal weiter. Nein, ihr müsst nicht mit nach oben Wir kommen. Wir kämpfen jetzt gegen Davos. Tschüss. Da. Verdammt. Verdammt, ich komme hier raus. Nein. Geil! Willst du zu mir? Ja. Dankeschön. Ach, jetzt bin ich ganz woanders. Jetzt bin ich Batman. Das überlasse ich. Jetzt bist du wieder die Hexe. Dankeschön. In meinem neuen Davos. Es ist nur passend, dass du als erster der Macht der Daleks anheimfallen solltest. Um dich wiederzusehen, Davros. Die müssten doch sicher bald die Fluchtkapseln ausgehen. Lebe Davros! Davros! Lebe der Schöpfer! Davros! Davros! Eliminieren, eliminieren, suchen, aufspüren, vernichten, vernichten! Nach all dieser Zeit werden meine Daleks endlich ihrem rechtmäßigen. Die musst du anschließen. Ich hab's versucht, sie hat nicht geschossen. Ah, du sollst doch den da anschießen, Hexe. Den silbernen Heini. Noch ein silberner. Silbernen kriegen aber auch gar nicht genug hier von uns. Scheinbar. So, in den Nahkampf gehen wir. Aber den Hund haben wir ja auch noch. Den habe ich gerade drauf getan. Ja. Der Hund ist so super. Der Hund ist wirklich witzig. So, wie machen wir die Kapselle aus? Völlig wurscht, ich habe einen Hund. Der Laseraugen hat. Hey, Kraftwerk ist aus. Ich glaube, er hat gerade eigentlich noch was gesagt, oder? Aber da hat der andere ihn dazwischen gequatscht, der Dalek. Ja, toll. Ja, mit dem Hund gehen die Dinger natürlich deutlich schneller kaputt. K9 ist halt super. Ja, ist echt gut. Hinter dir. Tschüss. Da war mal ein Gegner. Aua, aua, aua. Daleks tut mir weh. Das tut mir leid, Len. Und jetzt? Warten wir darauf, dass Davros seinen nächsten Move macht. Nämlich den hier. Ah. Das ist die nächste. Len ist schockiert. Kaputt? Ja. Ich glaube, wir waren zu schnell. Ich glaube ja. Ist mir aber wurscht. Dachte ich gerade, ich hätte es getan. Müssen wir zusammenbauen hier. Okay, beschütze mich mal ein bisschen. Das geht mein Bestes. Ist das eine Rampe? Ihr seid Feinde der Daleks. Okay, ich dachte, ich falle jetzt runter. Oh Gott. What? Ich pack mal die Charles woanders. Schon wieder ein Rätsel für dich. Da, bitte schon, Charles. Okay. Wir kriegen jetzt ja eh immer ziemlich viele Münzen, da wir den Zweifachmultiplikator die ganze Zeit schon anhaben. Oh Gott, ist das einfach.
Willst du mich verarschen? Nein. Irgendwie fühle ich mich. Die Daleks sollen nur mir gehorchen. Sie werden mir gehorchen. Hallo? Ich glaube, die Reihenfolge muss jetzt nachmachen. Du. Ich kann nichts machen. Ich habe mich drauf geachtet. Links oben, rechts oben, links unten. Rechts oben? Ja. Links unten? Ja. Rechts unten? Ich hab gedacht, ich... Mitte! Das ist halt die richtige Reihenfolge. Es wäre besser gewesen, ja, wenn die Puzzle einfach so gewesen wären. Ja. Schöner wird okay, aber auch nicht. Oh, es wird auch angesagt. Ist das langweilig. Ist ja doof. Links so. Oben, rechts oben, links Mitte. Ja. Auf den Weg. Du kannst sie sogar... Nein. Da. Len verwirren. Na, wo Len? Wo müssen wir machen? Len sagt nichts mehr. Mitte. Mitte. Es wäre egal gewesen, welche Reihenfolge, aber ja, Mitte. Mitte? Ja, rechts unten, rechts schon unten. Schon rechts da, unten. Gell? Ja, ja. Ja, jetzt rechts unten. Jetzt kommt nochmal die letzte Runde. Ja, ich will da eigentlich nicht hinschauen. Ich will es eigentlich anders lösen. Okay. Ich glaube, man muss es wahrscheinlich sogar in der Reihenfolge machen. Ich glaube nämlich nicht. Diese Rätsel sind eigentlich nicht reihenfolgeabhängig. Doch, sind sie schon ein bisschen. So, da unten? Ja. Habe ich so eine Erinnerung gehabt? Ja. Nur so für die Zukunft. Es ist eine wirklich schlechte Idee, eure gesamte Zielsoftware durch einen einzigen Knotenpunkt zu leiten. Waffenzielausrichtung wird überschrieben. Kann nicht steuern, kann nicht steuern. Nein, doch. Ich bin euer Schöpfer. Wir können die Befehle des Doktors nicht aufgeben. Die verfluchte Doktor. Und das dürfte deine explodierende Flotte sein, Davos. Ich hoffe, du bist gut versichert. Verflucht. Bis zum nächsten Mal. Ist er gerade wieder abgestürzt am Ende? Nice! So, haben wir es geschafft. War doch noch deutlich abwechslungsreicher als am Anfang befürchtet. Aha. Am Anfang dachte ich, es wird eher ein langweiliges Level, wo man nur die ganze Zeit durch die Stadt rumläuft, aber dann gab es doch noch ein paar mehr Locations, was es ein bisschen besser gemacht hat. Trotzdem, ja, war okay. Ich finde, es fehlen so ein bisschen die Action-Sequenzen. Man läuft ja die ganze Zeit noch immer zerstört irgendwas. So eine Flugsequenz zwischendurch oder so wäre mal ganz nett. Naja, trotzdem sind wir regelloser geworden, haben alle Minikits bekommen. Wir sind regellos. Regellos, ja. Clara Oswald. Und dann schauen wir mal, was Schönes zusammengebaut wird hier. Ich schätze mal die... Okay, ich schätze nicht die TARDIS. Nein. 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 Ah. Len sagt jetzt, ah, dann tust du, als würde er wissen, was es ist. Was? Da hat Len überhaupt keinen Plan, was es ist. Was? Naja, zumindest haben wir ein paar Steinchen dazu bekommen. Alle Steine, die wir hier bekommen konnten. Gerettet. Okay, gerettet. 69. Ja. Schauen wir mal, ob es noch weitergeht. Ne, ich glaube, wir landen jetzt gleich in der Doctor Who-Welt, die uns natürlich auch noch anschauen werden. Warum müssen diese Dinger so bunt sein? Ha. Hat der Batman was gegen bunt? So, schauen wir mal, wo... Ja, Doctor Who-Welt. Schauen wir mal, wo ist... Wahrscheinlich London, ja, würde ich mal schätzen. Ja. Oder... Genau meine Art zu reisen. Oder meinst du komplett woanders? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, nee. Man das, weiß es das nicht. Das ist in der Tat richtig, dass man wird es gleich erfahren. Auch das ist richtig. Wahrscheinlich werden wir es erstmal erfliegen. So, jetzt hat es geladen. Oh. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Und es ist kein Zug, es ist... Die Doctor Who-Welt. Mit einem Wirbelmanipulator. Ha! Nur schlimmer! Haha! What? Okay. Willkommen, lieber Len, willkommen. Ist das die St. Paul's? Was ist das da? Wah! Fensterlore. Ah, man kann mehrere Orte Ich glaube, das Werkzeug für diese Aufgabe ist in meinem anderen Anzug. Zu blöd, aber die TARDIS haben wir ja dabei. Die müssen wir hier gleich benutzen, oder? Oh. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Oh, krass. Oh. Hä, Musik? Oh, Herr Doktor. Ah, Doktor. Kann ich ja hier mit reinnehmen, den Doktor. Oh, krass. Zu meiner Seite, Herr Doktor. Dankeschön. Oh, krass. Nein, ich nehme den Doktor. Ich konnte dafür Musik wählen. TARDIS Unterhaltungssystem ist hier. Titelmusik 2014, Musik 12. Doktor. Zum derzeitigen Doktor passend? Läuft gerade.
Achso. Ah, okay. Dann machen wir Titelmusik. 2014. Wo ist die TARDIS? Ich bin hier gestrandet. Was ist das da? Achso, da kann man bloß wieder Level auswählen. Ah, man kann in diese... man kann sogar auf Mars. Mars? Telos, ja, man kann verschiedene Planeten. 1, 2, 3, 4, 5, also 6 verschiedene Welten gibt's. Cool, und die sind alle winzig. Ja, vermutlich. Nein, ach, okay. Da ist die TARDIS. 12. Doktor, Regenerationen. Der Part von Leo Dimensions ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Außerdem könntest du natürlich meinen Kanal abonnieren, dann wirst du in Zukunft keine Videos mehr von mir verpassen. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn du mal auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeischaust. Dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal. Die Links zu den einzelnen Seiten und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der das Ganze hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.